Hast du Allergie wieder? Ja, und ich habe mir mein... Und ich habe mir wieder meinen Fuß aufgerissen, wie auch immer ich das getan habe. Was war das? Ein Ebenol, ne? Deine Cortisonsalbe, da müsste der draufstehen. Ja, aus geprägten, entzündlichen Kopfkrankheiten. Ja, also herzlich willkommen, weil ich sehe aber auch aus, ne? Es ist schon nachmittags, ich sehe immer noch aus wie... Hübsch. Wie hübsch. Mal wie ich aussehe. Ich bin 3 Tage nicht geduscht. Aber heute waren wir beide. Und hab's nicht mitgekriegt. Einfach so überlegt, wann hast du das letzte Mal geduscht, ja. Lockdown-Probleme. 2019? Nein. Wir backen gerade, oder wir haben versucht zu backen, einen Maulwurfkuchen. Kennt ihr das? Und schaut mal, es ist hier alles angepappt. Da, egal, das kann man trotzdem, ich hülle das hier gerade aus. Da kommen ja gleich Bananen rein. Das kennt ihr bestimmt alle, ne? Maulwurfkuchen. Aber erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wie alt ist die Maus heute? 4. Ja. 17 Tage. 17 Tage? Oder 18? Donnerstag war 14. Ja. Freitag 15. Ja. Samstag. 18. Tag heute schon. Die wird bald 3 Wochen. Ihren ersten Super Bowl erlebt. Ja, die hat gesagt, genau. Ersten Super Bowl erlebt. Aber dann ist sie mit der Mama ins Bett gegangen, weil wir müde wurden. Also ich, die hat sowieso geschlafen. Ja. Genau. So. Dann, es ist Schneechaos draußen. Das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Und bei uns ist sogar, das habe ich noch nie erlebt. Sieht man das jetzt? Ja, guck mal, unser Fenster ist sogar zugeschneit. Und das ist an allen Fenstern hier bei uns, dass die so 10 cm voll Schnee sind. Bernd war schon mehrfach Schneeschöppen hier vor der Tür. Am Laden war der Schneeschöppen überall. Und ich muss die Pfoten noch abwaschen, Schatz. Machst du das mal bitte? Ach, wegen Salz? Wegen Salz, habe ich gerade. Ja, mache ich. Ich mache mal eben Smurfys Pfoten sauber. Ja, ja. Es ist schon wieder abends, 18.19 Uhr. Und ich habe jetzt erst den Vlog geschnitten, den ihr morgen seht oder gestern gesehen habt oder wie auch immer. Ich sag euch, die Tage, die gehen so schnell vorbei. Wir kommen irgendwie gefühlt zu nichts und wir sind ja noch nicht mal arbeiten. Wie wird das erst, wenn Bernd wieder arbeiten muss? Also wenn er noch mal arbeiten darf, ne? Das wissen wir ja nicht, ob er überhaupt jemals wieder den Laden aufmachen darf. Ich hoffe es oder wir hoffen es. Aber wie soll das dann erstmal werden, ne? Wenn alles wieder zur Normalität kommt. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier alles alleine schaffen soll, wenn der Bernd nicht da ist. Weil mein Vorteil ist ja, dass der ja nur, also dass er eine Mittagspause hat und immer noch dann da ist in der Mittagspause. Und ja, mal schauen. Erstmal gucken, wann er wieder aufmachen darf, den Laden. Ich wollte euch den Maulwurfkuchen zeigen. Der ist nämlich fertig. Da hat der Smurfy gerade richtig Ärger bekommen. Wartet, da ist er. Oh, der sieht so lecker aus, ne? Und der stand hier, steht immer noch hier im Wintergarten, jetzt in der Vitrine. Und hier hat Smurfy reingebissen. Ne, hier ist das gar nicht. Wartet. Da. Da hat Smurfy reingebissen. Der stand nämlich hier auf dem Schuhschrank. Ja, und da kam der Smurfy hoch und hat da schön reingebissen. Da gab es dann ganz doll Ärger von Herrchen. Aber ganz doll. Die Maus schläft wieder heute. Ist sie nicht so anhänglich? In meinem letzten Vlog war sie sehr anhänglich. Da hatte ich sie fast den ganzen Tag im Tragetuch. Und heute ist es ganz chillig mit ihr. Ja, und weil der Tag immer so schnell rumgeht, weiß ich gar nicht. Also dann ist der Tag rum, ohne dass ich gevloggt habe. Ich habe die heute ja erst einmal angemacht, die Kamera, da war ja schon, weiß ich nicht, nachmittags. Und jetzt ist schon abends und ich habe jetzt zum zweiten Mal die Kamera an. Das ist unglaublich, wie schnell die Zeit rennt. Und das im Lockdown. Kuchen haben wir auch noch nicht gegessen. Muss ich gleich mal schön ein Stückchen machen. Ich habe jetzt hier mal NTV angemacht, weil ich ja wissen möchte, wie es weitergeht. Vielleicht hört man ja schon was. Morgen ist ja der 10.
Nee, übermorgen entscheiden die wieder, wie es weitergeht mit dem Lockdown und so. Und dem fieber ich so ein bisschen entgegen, weil jetzt haben wir schon 2 Monate unseren Laden geschlossen. Und ja, man fragt sich echt, wie das weitergehen soll. Und ich sag euch, diese Hilfen, was man da kriegen soll, das ist alles, das wird so schön nach außen alles. Man kriegt Hilfen, man kriegt Hilfen. Das ist ja auch, wenn man zum Beispiel Facebook aufmacht, dann sagen immer, steht da immer, ja, die kriegen doch die Hilfen, die Selbstständigen, aber nein, die gibt's halt nicht. Zumindest nicht für uns. Wir kriegen die nicht. Und keinen, den wir kennen, kriegt die. Nee, keiner, den wir kennen, kriegt die Hilfen. Weder die vom ersten Lockdown noch die vom jetzigen Lockdown. Also, und ja, egal. Ich will nicht wieder zu viel erzählen, aber ist halt doof alles. Meine Maus wird wach. Ja, die ist schon vermisst. Heute war einmal so weit, hat die so lange geschlafen, dann ist meine Brust fast geplatzt, so ungefähr. Habe ich ein bisschen ausstreichen müssen. Jetzt schläft sie wieder. Das hat die auch voll oft, dass sie dann einmal so, so knöttert und dann schläft sie weiter. So, jetzt war der Akku leer. Eben gewechselt. Wäsche läuft noch. Komm hier, darfst du rein? Bist du trocken? Ja, ist ja nur Schnee. Ja, dann komm fein. Ne, nochmal Kuchen gibt's nicht. Er weiß schon genau, dass ich den nicht Ja, da war der hingestellt erste Mal nochmal hochgerannt und habe. geglotzt. Und gleich Kuchen. Da hat er richtig schön so Aber reingebissen. wenn er jetzt die letzte Stunde wieder ankommt, dann kann er mich gerne machen. Ja. Ja. Da waren noch so ein paar Eisberge. Und als er die bemerkt hat, musste er Alarm bellen. So, bin ich mal gespannt, weil Hast du die. alles weggemacht von dem Schnodderschnäuzchen? Das esse ich Ist ja schon. egal, ne? Ich bin jetzt gespannt auf die Sahne, weil das ist ja diese vegane Sahne. Auch gut. Und ich habe die ganz lange gemixt, aber die ist nicht so steif geworden wie Kuhsahne. Und deswegen, ja, habe ich gedacht, ich kann den nicht so schön türmen, aber es ging trotzdem. Jetzt bin ich gespannt, wie wir das auf den Teller bekommen. Man lebt nur einmal. Achtung. Und da ist Banane. Boah, wenn der nicht dick macht. Egal. Lecker. Jetzt, Murphy, du kriegst nichts mehr. Du hast dein Stück schon Da wird bekommen. jetzt Mittwoch geliefert, weil Der ist noch gar nicht richtig durchgekühlt. Ja. Aber schmecken tut er. Richtig lecker. Zeig mal deinen Fußball, Smurfy. Wie schmeckt er Lecker. dir? Lecker. Platt, ey, so kalt draußen, ne? Ja. Wie viel Grad haben wir denn jetzt? Minus. Gefühlt minus 20. Ja. Ich gehe auch jetzt gar nicht raus, weil es sind jetzt, glaube ich, minus 14 Grad. Also jetzt wirklich minus 14 Grad, nicht gefühlt. Und ich habe ja nur diese Tragejacke. Und auch meine Hosen, die sind alle so dünn. Und das wärmt gar nicht, meine schöne Zieh noch mal Winterjacke. die Hinterjacke. Ich weiß erstens gar nicht, wo die ist. Da muss ich oben die ganzen Säcke mal durchsuchen. Und ich habe immer noch ein paar Kilos zu viel drauf. Ich will die gar nicht anziehen, dann bin ich total enttäuscht, wenn ich die nicht zukriege. Eddie, muss es zerstören? Ja. Man muss den Ball jetzt fetzen. Weil er keinen Maulwurfkuchen bekommt. Morgen wird er noch besser schmecken, der Kuchen. Wie süß sie immer wach wird. Wenn sie anfängt zu blinzeln. Etty, musst du jetzt den Ball ganz kaputt machen?
kann den nicht heile lassen. Das geht einfach nicht. Sieh mal. Die hat so einen süßen Body an hier mit Minimaus drauf. Die Maus mit dem Minimaus Body. Hm? Ja. Oh, ist der Hunger noch da? Ja? Die andere Seite haben? Ja, wir brauchen mal eben ein Dessert. Das sieht aus wie ein Scheich mit seinem der Decke. Schön gefurzt. Ja, wie immer. Das kann er gut. Ja. Der Bernd massiert der Puppa gerade die Fußnägel. Weil die, was sagt man, dicker Onkel? Die sind so hart, die Fußnägel, ne? Die Hebamme gesagt. Ne? Ja, und dann die, weil die noch so ganz kurz sind und so hart, bevor die einwachsen, sollen wir die mit Panthenolsalbe einreiben, einmal am Tag und so massieren. So, aber nicht fest. Ne? Was hast du jetzt hier? Nur so ein bisschen. Mhm. Ja, er genießt das auch, sagt er. Was denn? Er braucht Liebe. Er braucht Liebe. Ja? Ja. Echt, vor allem von dir. Ja. Im Schläger. Was? Schläger? Mhm. Im Schläger. Ach so. Ist er extra mit mir eine Stunde gelaufen, ohne zu würsteln. Dann nochmal eine nette Runde, ohne zu würsteln. Und dann nochmal eine Runde, ohne zu würsteln. Also ohne. Blödmann, ey. Werkzeug. Ich sehe ja dann zu mit ihm laufen. Wir müssen uns noch vom Vlog verabschieden. Vom Vlog? Vom Vlog. Die Schuhe nehme ich mal runter, ja, ne? Ja, die schmilzen sonst. Calvino war rodeln und wir haben die Schuhe auf den Ofen gestellt zum Trocknen. Die sind nämlich ganz klitschnass gewesen. Und jetzt sind sie trocken. Morgen geht's wieder rodeln. Bitte? Beide nicht mit? Nee, nur das Neue. Das mit den Steinchen. Ja, und ansonsten wollten wir uns nur noch verabschieden, ne? Mhm. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!